Ab Wintersemester kann man hier ein ganz normales Hochschulstudium absolvieren, das dank unserem Bildungspartner der Steinbeis Hochschule Berlin möglich ist. Wir starten einen Bachelorstudiengang Business Administration. Das heißt, Sie studieren Sport Business, BWL, da, wo täglich auch Sport Business passiert, nämlich hier beim VfL Campus. Katrin Lehmann kennt die Probleme der Leistungssportlerinnen und Sportler nur allzu gut. Ihr Trophäenschrank biegt sich durch. Die ehemalige Schweizer Nationalspielerin war Champions League-Siegerin im Fußball und Eishockey. Dreifache deutsche Eishockeymeisterin, zweifache schwedische Eishockeymeisterin, zweifache Schweizer Fußballmeisterin, Big 12-Gewinnerin in den USA, nahm an WM und Olympia teil und studierte nebenbei in Potsdam und im Fernstudium an der FH Leipzig. Sie organisierte Mädchenfußballcamps und unterrichtete an der TU München und schob die Kleeblatt-Akademie bei Greuther Fürth an, bei der man seit vergangenem Jahr ebenfalls Sport-Business-Management studieren kann. In Wolfsburg fand sie ideale Bedingungen vor. Selbstverständlich werden wir hier nicht nur studieren, sondern auch das Know-how direkt einbinden in die Vorlesungen. Und die Studierenden erwartet wirklich ein richtig abwechslungsreiches Programm mit BWL-Theorie, aber actionreicher Praxis. An Fachdozenten rund um den Sport mangelt es in Wolfsburg nicht. BWL-Profidozenten kommen von den umliegenden Hochschulen und an Unterrichtsräumen gibt es reichlich Auswahl, wenn nicht gerade ein Bundesligaspiel ansteht. Wer kann bei uns hier studieren? Alle, die die normalen Zulassungsvoraussetzungen für eine Hochschule erfüllen und einen der sicherlich sehr begehrten 25 Plätze der ersten Studiengruppe ergattert. Und natürlich auch, das ist das Spezielle daran, wir werden auch Profisportler haben, die schon während ihrer Karriere für die Karriere danach sich vorbereiten und dementsprechend wird es auch maßgeschneiderte Studienpläne geben, die für Trainings- und Wettkampfpläne das Studieren möglich machen für Profisportler. Allerdings 25 Studienplätze bedeuten eine kleine Gruppe im Verhältnis zu den vollgestopften Hörsälen an der TU Braunschweig beispielsweise und das will auch bezahlt werden. Gut 25.000 Euro kostet das Studium zum Bachelor of Business Administration am VfL Campus. Da werden wohl auch diverse Studienplätze von eigenen, hoffnungsvollen Talenten beim VfL besetzt. Die können während der Karriere gleich am nach der Karriere arbeiten, ohne ins Auto steigen zu müssen. Das passt, meint auch VfL-Geschäftsführer Thomas Röttkermann. Ich glaube, hier in diesem Stadion zu studieren, BWL zu studieren mit sportorientierten Schwerpunkten wie Sport, Eventmanagement, Sportkommunikation, Sportmarketing oder Sportökonomie passt genau zu uns und es passt eben in mehrerlei Hinsicht. Ja, wir möchten dieses Angebot an diejenigen machen, die einen Studienplatz und ein Studium der besonderen Art suchen, aber es ist eben auch gerichtet an uns selber. Es ist ein Angebot, das sich auch an Spielerinnen, an Spieler richtet, das sich auch an Spieler im Nachwuchsbereich richtet. Und ich denke, dass wir da unser Paket, das wir für Sportler haben, wenn wir sie für den VfL gewinnen wollen, damit auch noch weiter erweitern können. Dass wir hier gerade in diesem Stadion mit diesen hervorragenden infrastrukturellen Rahmenbedingungen auch eben ein ganz besonderes Angebot machen können. Der VfL hat mit dem Doppelstatus schon reichlich Erfahrung. Schließlich sind die erfolgreichen Frauenfußballerinnen allesamt Amateure und müssen Schule, Ausbildung und Beruf mit dem Spielbetrieb in Einklang bringen. Einige sind darum schon länger beim VfL selbst beschäftigt. Neu ist ein Sport-Business-Campus nur in Deutschland. In den USA kommen viele Topspieler direkt vom College, ob im Fußball, Basketball oder natürlich im American Football. Für VfL-Manager Klaus Alofs ist der Campus eine echte Win-Win-Situation. Eigentlich müssen wir verrückt sein, dass wir meine Nachfolger oder Konkurrenten ausbilden, aber wir machen es trotzdem, weil wir das schon als unsere Verantwortung sehen, dass wir den Nachwuchs schulen oder dass wir für unsere Nachfolger eben auch sorgen. Und ich glaube, dass das einfach eine besondere Geschichte ist, dass man hier lernen kann. Ich glaube, in einer besonderen Umgebung. Wir haben diese Verantwortung nicht nur, dass wir Spiele gewinnen wollen, dass wir gute Fußballspieler ausbilden wollen, sondern wir wollen die Menschen oder die Jugendlichen wollen wir insbesondere auch fit fürs Leben machen, weil das wissen wir auch, dass nicht alle durchstarten können und nicht alle Nationalspieler werden können und nicht alle immer diese Karriere dann auch durchführen können, die sie sich vorgestellt haben. Also von daher große Verantwortung, die auch, glaube ich, die Bundesliga-Clubs haben und deswegen, wie es so schön heißt, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Klar, nicht jeder gute Kicker hat auch das Zeug zum guten Top-Manager, so wie Alofs. Andererseits sind Experten im Sportmarketing sehr gefragt. Inzwischen gibt es in Deutschland über 100 Institutionen und Hochschulen, die Sportstudiengänge anbieten. Weltweit sind es sogar über 1000. Darum will der VfL Campus auch ein Angebot für andere Sportfans anbieten, verrät Katrin Lehmann. Zudem bieten wir auch
staatlich anerkannte Weiterbildungen an im Fußball als Fußballmanager und Sportbusinessmanager. Dieser ist für alle, die vielleicht auch die hochschulakademischen Voraussetzungen nicht erfüllen, möglich. Genauso Quereinsteiger, genauso solche, die einfach Fußball- und Sportmanagement verrückt sind und einfach wissen möchten, wie funktioniert eigentlich dieser sportökonomische Prozess. Die Weiterbildungen Fußballmanagement und Sportbusinessmanagement dauern ein Jahr, werden ebenfalls am Wochenende unterrichtet und mit einem natürlich auch staatlich anerkannten Hochschulzertifikat abgeschlossen. Und schon im kommenden Jahr sollen auch die ersten Masterstudiengänge starten.